Raschnicka. Anyomi muss sich in Position bringen. Nochmal die Chance. Anyomi kommt und trifft. 1-0, sechste Minute. Freigang gegen die jamaikanische Nationaltorfrau Sydney Schneider. 2-0, 14. Minute. Hat sie kurz gewartet, finde ich gut zu sehen. Ausgeguckt die Fußstellung von Schneider. Das ist besser. Wolter! Flanke von Henshaw. Wieder Wolter. Jetzt müsste sie kurz zurückspielen. Henshaw. Immer das gleiche Muster. Jetzt der richtige Ball. Nochmal Dunst. Oh, hier spielt die aber Reuteler. Natürlich kann sie das. Natürlich hat sie einen tollen Schuss. Reuteler. Das ist auch, es ist auch eine Situation, in der ich einfach mal ein bisschen auch mir die Augen reiben muss, denn die Henshaw-Flanken haben noch Luft nach oben. Freigang, Wechsel rüber. Da ist Dunst. Das ist jetzt eine gute Position. Ah, das war die beste Abschlussposition für Dunst. Hier nochmal der Schuss von Dunst abgefälscht an die Latte. Tore in der sechsten Minute. Anyomi, die war erkrankt, erkältet. Fürch gibt einen Freistoß, wollte ich sagen, aber hat mir schon. Doch, gibt Freistoß und Rot. Pochmanova. Oh. Ist das wirklich Rot? So, Achtung. Ich glaube, das ist zu heftig, diese Entscheidung. Ist in der Nähe. Henshaw! Gut, also Praschnika hat sich auch gar nicht hin zum Ball bewegt. Es war klar, es wird Henshaw sein. Warten wir es ab. Wolter mal. Und da schauen wir uns das Ganze nochmal an. Das geht also natürlich wieder über Dunst mit Praschnika. Hier ist wieder Dunst. Achtet auf das, was im Zentrum passiert. Super reingestartet. Klasse hat Reuteler das gedeutet, die Situation. Und den musst du erstmal so unterbringen. Praschnika. Ah, Anyomi lauert schon wieder. Aber geklärt. Ratajova ist ihre Lebensgefährtin. Die beiden, beide im Fußball. Ratajova eine der angesehensten Schiedsrichterinnen. Die auch in der Nähe ist, immer wenn es gefährlich ist. Aber diese Henshaw-Flanken, jetzt schauen wir nochmal. Raus auf Henshaw. Und Achtung, das ist diese Top-Flanke von Henshaw, von Verena Henshaw, auf die wir die ganze Zeit schon warten. Sie hat ein paar Versuche gehabt. Also Pavolek verlagert raus. Dann Henshaw, einmal kurz aufgeblickt und da ist sie, Laura Freigang, zweiter Treffer heute. Und jetzt,
Ja, sehen wir nur die Schlussphase. Reuteler kommt aus der eigenen Hälfte. Kein Abseits deswegen. Und jetzt sucht sie den richtigen Ball und den findet sie. Und wenn man das sieht, wie viele an Reuteler dranhängen, in Gelb und Rot. Ja, meine Güte, die gefährliche Situation entsteht doch im Zentrum. Und da ist nur eine, etwa 1,5 Meter weg. Es ist ein Top-Ball, den sie spielt. Aber sind wir mal ehrlich, dieser Ball darf nie und nimmer. So, kurz aufgeschaut, bitteschön. Ist ja auch Wahnsinn, wenn man das so sieht. Sarah Dorsun, Laura Freigang, Nicole Anjomi, Sophie Aktionsspiel. Das könnte noch was geben, aber Schneider ist da. Ah, das ist dann schon gut. Wir müssen sie auch mal ein bisschen... Das ist ein Abschluss, jawohl. Sontagova. Das Top-Talent in Tschechien 2019. Die sind einige schon in dieser Wahl, bei diesen tschechischen Fußballerinnen und Fußballer des Jahres, Trainerwahl und so weiter ausgezeichnet worden. Sontagova gehört dazu. Und das war's. Der nächste Streich der Eintracht. Es ist hauchdünn. Hauchdünn ist das Ziel zu sehen. Gruppenphase Champions League. Wir sind kurz davor nach diesem 5:0 gegen den Rekordchampion aus der Tschechischen Republik, gegen den AC Sparta Prag. Ich darf noch mal sagen, dass es so deutlich war, hat auch mit Schwächen der Pragerinnen zu tun. Aber lass es uns mal umdrehen. Lass es uns positiv sehen. Dieses Ergebnis, dieser Auftritt der Frankfurterinnen